In Deutschland würden sehr gerne über Wissenschaft reden, wenn ihnen mal einer zuhören würde. Leider benutzen die aber zu viele Fremdworte, sie benutzen Nebensätze und sie gehen davon aus, dass der Zuhörer interessiert sein müsste, weil das ja ein kultureller Wert ist, zuzuhören und zu wissen. Aber die holen die Leute nicht da ab, wo die sind. Der normale Mensch interessiert sich einen Scheißdreck für Empirie, für Statistik, für Wahrheit. Der normale Mensch interessiert sich für Emotionen, für Unterhaltung, für irgendwas anderes, für Essen, aber nicht für welche Techniken benutze ich, um Wahres von Unwahrem auseinanderzuhalten. Das interessiert ja keinen. Und ich habe dir eine ganz lange Liste geschickt von den Umtriebigkeiten Sebastians. Das ist aber dann schon eine halbe Stunde um, wenn du die alle vorliest. Ich werde es versuchen, zusammenzufassen. Wenn das recht ist. Eure Show, ihr macht alles so, wie ihr Bock habt. Und aber du hast dann, können wir am Anfang oder am Ende dann noch so deine Bücher mal zu ein, zwei Bücher. Ja, also, wobei unser Publikum ist, glaube ich, arm. Das sind ja alle Soziologen. Das ist schon eine spannende Ich habe sowieso Hinsicht. Den Eindruck, dass wir nicht so verankert sind in der Podcast-Hörerschaft, also dass die uns hören, nicht so die Podcast-Hörer sind. Allgemein. Das muss ich mal irgendwie untersuchen. Ja. Bin schon still. Das passt aber ganz gut, weil ich muss ja sagen, ich höre auch gar keine Podcasts. Ja, du hörst keine, Diego hört keine. Aber der Soziopod hat ja den Grimme-Preis gekriegt, also so. Ja, Moment, das war so. Ich habe Podcast ja schon seit 2008. Ja. Und die haben mich ja angerufen damals. Und da habe ich gesagt, Grimme-Preis, gib das mal lieber dem Nachwuchs. Ja, bis gerade eben habe ich es dir kurz geglaubt. und weil die da frisch angefangen haben, dachte ich, das ist doch was für, ne? Tja, und dann haben die den gekriegt. Ja. Gute. Nee, die sind ja allgemeinverständlicher als wir. Also die haben ja ein Konzept. Also die, wenn du das hörst, hörst du ja wie so eine Vorlesung. Also die bereiten sich sehr stark vor und so. Und das haben wir weggelassen. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, ich finde es auch, ich finde den jetzt halt, für mich finde ich den Soziopath, ich habe da mal reingehört, fand ich jetzt aber eigentlich nicht so interessant. Naja, der richtet sich ja an Leute, die jetzt an Anfänger, wobei wir haben auch Schüler, wie auch immer, ich finde ihn gut und finde, die haben verdient gewonnen, aber mein Lieblingspodcast, und das sage ich nicht ohne zu schleimen, nein, nicht mit Schleim, ist tatsächlich der Psychotalk. Da weitet sich mein Herz. Wird das jetzt eigentlich glaubwürdiger oder unglaubwürdiger, wenn du beteuerst, dass du es auch ehrlich meinst? Das ist so ein bisschen Politikersprech, ne? So. Ja, dass ich aufgehört habe mit Podcasten, das nicht mehr machen wollte und durch den Psychotalk dann dachte, das ist doch was, man setzt sich einfach zusammen, zum Teil ohne Vorbereitung. Das ist dann mein Part, genau. Und da kann man einfach die Sachen bequatschen. Das heißt, ihr wart tatsächlich Prototyp sozusagen für uns. Oh, schön, das freut mich tatsächlich ernsthaft. Ja, und das ist auch ernst gemeint. Schön. Ja, aber wir können ja anfangen. Gerne. Ich denke kurz. Ja, denk dir das Intro. Hallo, zurück zum Sofi-Stammtisch, der guten, unbestimmten Zeiteinheit, die ihr euch nehmt, um uns zu hören, was uns immer wieder total freut. Was ich sagen kann, weil wenn ihr hört, wie ich mich bedanke, dann hört ihr ja auch tatsächlich zumindest die ersten paar Sekunden. Auch heute haben wir uns wieder einen Gast hinzugeladen, der in seinem Fachbereich Fachmann ist. Und zwar den Dr. Sebastian Bartoschek, der selbst auch aktiv in der Podcast-Szene ist mit diversen Projekten, unter anderem der Psychotalk, der praktisch prototypisch für diesen Podcast hier stand, aber auch mit dem Bartocast seinen eigenen Podcast-Kanal hat und unter anderem
auch noch. Aber Bartokast nur unter eigener Gefahr. Ja, anhören. Guten Abend, erst einmal Hallo da draußen. Hi. Verdammt, jetzt habt ihr meine Redeschweife unterbrochen, okay. Dabei höre ich nicht so gerne. Ja, aber das war eine wichtige Mitteilung. Ja. Die Gesundheit unserer Hörer liegt mir am Herzen. Ich habe beim Bartokast darum gebeten, gerade im Moment, das ist ja eine schwierige Zeit mit den ganzen Neuhörern, die auf Podcasts eindrängen. Ich habe gesagt, ich will keine weitere Zuwanderung in meine Audiosysteme im Bartokast haben. Habe gesagt, der Sovi-Stammtisch, da müssen wir einfach auch nochmal offen über Zuhörer-Zuweisungszahlen sprechen, über Schlüssel offen sprechen. Habe gesagt, da sollten einfach auch mehr zu euch migrieren. Ich habe sehr gerne neue Hörer, aber die, die ich schon kenne. Ja, die zentrale Publikumsverwaltungsstelle hat noch offen, welches Publikum sie, welchem Kanal sie dann nachher zuweisen wird. Als besorgter Podcaster muss ich sagen, wir nehmen nur Hörer auf, die uns nicht aus wirtschaftlichen Gründen hören. Und ich habe auch gehört, nicht die von einem sicheren Drittpodcast geschickt werden. Ne? Das ist auch also vom Bartokast ja, weil die sind alle gefährdet, die nehmen wir. Ja. Ja, es ist komisch, dass man in zur aktuellen Zeit tatsächlich all sowas versteht. Ne? Vor einem Monat hätte das kein Schwein verstanden. Und wenn wir Glück haben, versteht es in einem Jahr auch keiner mehr. Ne? Ja, hoffen wir mal. Das ist aber optimistisch gedacht. So sind wir Psychologen. Wir sind nicht diejenigen mit der Gesellschaftspessimistik. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte nochmal darauf verweisen, dass wir unsere erste Folge mit einem Zitat vom Psychotalk eröffnet haben, wo Sebastian sagte, aber Soziologie, die beschäftigen mit sowas wie Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, dieser leichte Dissens wird oder diese Missverständlichkeit wird vielleicht aufflammen und vielleicht werden wir sie ja hier sogar klären können. Ich muss aber an der Stelle nochmal ein Dank an die Psychologie richten. Also erstmal nochmal den Psychotalk empfehlen, weil das mein Lieblingspodcast ist derzeit. Aber ich muss Sebastian als stellvertretendem Psychologen hier mal sehr, sehr danken, denn als ich studiert habe, ich habe ja Sozialwissenschaften studiert, die anderen beiden sind sozusagen Vollblut-Soziologen und ich bin Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Soziologie. Aha. Und Nebenfach Psychologie. Ja. Und in Psychologie hatte ich mein erstes Blackout überhaupt an Prüfungen, der Abschlussprüfung. Okay. Und die Psychologen haben mir trotzdem eine Eins gegeben. Och. Das wäre nie einem Soziologen eingefallen, das weiß ich, aus vielen Händen, erster, zweiter, dritter Hand, dass die, wenn man ein bisschen stammelt, gleich die Note abziehen. Oh nein. Vielleicht ist das tatsächlich eine Psychologensache. Ich hatte letztens Kombiprüfung abgenommen an der FHV in Münster. Da prüfe ich oder habe letzten zwei Semester gemeinsam entweder mit einem Soziologen oder einem Ethiker Psychologie, Ethik geprüft. Und dann hatte in meiner Prüfung tatsächlich einer auch einen völligen Blackout. Und da hätte ich tatsächlich niemals der nur wegen dieses Blackouts jetzt eine wer weiß wie schlechte Note gegeben. Weil das ist ein Zeitpunkt in der Zeit und das ist schlicht ungerecht, wenn man das dann an einem Zeitpunkt alles hochzieht. Also die haben mich rausgeschickt, dann durfte ich wieder rein. Die hatten so einen pädagogischen Touch und du bist ja auch Kinder- und Jugenddiagnostiker. Ja. So, und da hast du ja auch so einen hilfsbedürftigen. Naja, das glauben mir mal alle. Also klar, also wenn ich wirklich echte Hilfe leisten wollen würde, wäre ich wahrscheinlich Psychotherapeut geworden. Das bin ich nicht. Ich sage es immer, in der Jugendhilfe geht es immer darum, noch Schlimmeres zu verhindern. Es geht gar nicht bei meinen Fällen darum zu gucken, was ist das Beste, sondern was ist das am wenigsten Schlechte. Aber ich glaube, dass Psychologen tatsächlich Menschen mehr Menschliches zugestehen. Das glaube ich tatsächlich. Also so ein Blackout kann halt passieren. Da kannst du machen, was immer du willst. Wenn das passiert, dann passiert das. So und dann. Also ich war da 32 Stunden wach und voll auf Koffein. Alles falsch gemacht, ne? Für die Synapsen und so. Alles falsch gemacht. Also deshalb will ich gar nicht so sehr gegen die Psychologie herziehen, außer dass es völlig das falsche Kombifach für Soziologie eigentlich ist, aus meiner Sicht. Ist es definitiv. Also gerade im Sinne eines Studiums
Weil die Herangehensweisen eigentlich diametral zueinander stehen. Insofern. Ja, und das Schlimme ist, beide beanspruchen für sich fast dieselben Fragen. Die beantworten die unterschiedlich, aber doch haben die eine große Schnittmenge an Fragen, die sie beantworten wollen. Aber die Herangehensweise ist so unterschiedlich, sodass ich fände, Volkswirtschaftslehre oder Geografie, das hätte viel besser gepasst zur Soziologie. Tja, aber wer weiß, da hätte ich vielleicht keine Milde erwartet in dem Blackout. Ich muss aber auch mal kurz einhaken, weil Soziologie und Psychologie haben ja auch in der Theoriegeschichte relativ fruchtbare Synergien ergeben, gerade im Bereich, also die in Deutschland ja relativ bekannte unter Soziologen Frankfurter Schule hat ja auch viele oder hat ja auch mit ihre Wurzeln im Psychoanalytiker Erich Fromm, der ja auch mit. Ja, ich warte auf den Teil, der mit Psychologie zu tun hat. Ach, oh, da hab ich da jetzt gerade in ein Wespennest gestochen. Um diesen Streit dann. Die Psychoanalyse ist für die Psychologie das, was die Astrologie für die Astronomie ist. Ein Vorfahr, der da ist, den man irgendwie auch beachtet, der irgendwann mal den Anspruch von Wissenschaftlichkeit hatte und der aus heutiger Sicht in die Geschichtsbücher gehört. Dabei wollte Freud ja ursprünglich Gehirne sezieren, weil der dachte, quasi ist Neurologie das Mittel der Wahl, aber er wusste, damals waren die Messer zu klein und da kommt er nicht ran. Also wäre heute, würde er wahrscheinlich die Psychoanalyse ablehnen. Naja, Freud war ja vor allem erst einmal kein Psychologe, ne? Sondern Freud war Mediziner. Und das merkt man halt auch in seinem gesamten Denken. Allein der Ansatz zu sagen, ich habe den Durchblick von allem und du, dummer Patient, kriegst jetzt alles von mir erklärt, weil du raffst gar nicht, was in dir abgeht. Das ist schon eher Mediziner als Psychologen, denke. Aber was ich weiß, ist, dass du dich ja auch als Naturwissenschaftler empfindest. Ja, wie die meisten Psychologen moderner Prägung. Ja, und die Psychologie war früher Sozialwissenschaft und dann hat sie, es gibt ja immer so Wellen, ne? Es gibt so Wellen, mal sind die Sozialwissenschaften so oben auf, 60er Jahre und so, dann kommen wieder die Naturwissenschaften und es wird die nächste Welle kommen. Und ihr Psychologen habt euch entfernt, Wir sind ja Grenzgänger. Es gibt ja, ihr habt euch wie das Fähnlein im Winde, habt ihr euch also den Fördermitteln zugewendet. Und wenn die nächste Welle kommt und ihr wieder zurück wollt, dann lassen wir euch nicht. Tradition ist das Weitergeben der Flamme, nicht das Bewahren der Asche. Oh. Sagt Kennedy. Naja, aber ihr werdet schon vor der Tür stehen irgendwann. Ja. Und dann lassen wir euch nicht mehr rein. Wir sind ja hier und da tatsächlich noch den Sozialwissenschaften zugeordnet. Und wenn man jetzt mal ernsthaft drauf guckt, ist die Psychologie natürlich beides. Ne? Es gibt Teile der Psychologie, die sind sozialwissenschaftlich, ganz klar. Und es gibt Teile der Psychologie, die haben überhaupt nichts mit Sozialwissenschaften zu tun. Und dann gibt es Bereiche in der Psychologie, die sind beides in unterschiedlichem Mischverhältnis. Aber die Methodologie der Psychologie, die ist im Kern naturwissenschaftlich. Wir hatten ja schon früher mal uns über das Verhältnis von Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften unterhalten. Und da war ja auch ein Punkt, dass diese Kritik, die oft denn von naturwissenschaftlicher Seite kam, bezüglich der exakten Messbarkeit durch Methoden und so weiter, oft in dem geschuldet war, dass einfach, der Gegenstand der Soziologie zum Beispiel gar nicht diesen Methoden zugänglich ist. Also wir hatten ja drüber geredet, über den Gegenstandsbereich und verschiedene Gegenstandsbereiche verschiedene Methoden erfordern. Und ist es auch, würdest du jetzt sagen, war mal, als du bist ja jetzt parteiisch, hast du dich ja gerade so ist geoutet. Das, ganz klar, ja. Kann das daran liegen, dass die Psychoanalyse vielleicht ihren Gegenstandsbereich einfach ein wenig anders ausgerichtet hat? Mhm. Ich teile auch deine Haltung nicht, dass es Gegenstandsbereich oder anders. Es gibt sicherlich Gegenstandsbereiche, die sind der Empirie nicht zugänglich. Das ist beispielsweise in der Philosophie, das ist der Fall in der Mathematik als Teilbereich der Philosophie. So,
da kommst du sicherlich mit Empirie nicht weiter, obwohl ja witzigerweise so sehr wohl mathematische Zusammenhänge in anderen Kontexten empirisch geprüft werden können. Was eigentlich Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, dass die Mathematik ein Philosophiesystem und eben keine Naturwissenschaft ist. Mhm. So, dann gibt es aber sehr wohl Sachen, und das ist genau einer meiner Vorwürfe, die ich immer, einer meiner zwei oder drei großen Vorwürfe an die Soziologie, die sehr wohl der empirischen Prüfung zugänglich wären, die aber nicht geprüft werden. Und da hat mir übrigens diese Kombiprüfung Soziologie, Psychologie viel gebracht, weil ich da gelernt habe, dass es ja sehr wohl auch unter den Soziologen mittlerweile Leute gibt, die empirisch und empirisch gut arbeiten. Ich weiß nicht, diese Habitus-Theorie, das ist Bourdieu, ne? Genau, ja. Das ist ja einer beispielsweise, der hat ja ordentlich gearbeitet. So, der ist wirklich rausgegangen, der hat sich Sachen angeguckt, der hat Clusteranalysen gemacht. Das ist richtig saubere Empirie. Ich verstehe nach wie vor nicht, wie man Gesellschaftsmodelle aufstellen kann und dann sagt, ja, also jetzt hier Empirie, das ist diesem Gegenstandsbereich nicht zuträglich, wenn wir das jetzt auch noch. Und außerdem machen wir lieber 17 Zeilen umfassende Schachtelsätze. Das ist ja ein guter, das ist ja ein guter deutscher Tradition. René Kösch-König nannte es mal die teutonische Syntax, dass man schon die halbe Miete bezahlt hat, wenn der Satz nur hinreichend kompliziert formuliert wurde. Ich glaube das tatsächlich ernsthaft. Ich sehe das immer wieder, wenn ich über Kant diskutiere. Ein Philosoph, man kann ihn wahrscheinlich auch irgendwie als Soziologen definieren, wie auch immer, der ja schlaues Zeug sagen wollte, der aber nicht in der Lage war zu schreiben. So, Kant konnte nicht schreiben. Und diese Unfähigkeit des geschriebenen Wortes von Kant halten wir seitdem in gewissen Wissenschaftsdisziplinen in Deutschland hoch. Das wäre völlig undenkbar im angelsächsischen Raum. Jemand, der so beschissen schreibt, hat es einfach verkackt. Ja, also ist wahr. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Thomas Sack, von wem bin ich Fan? Mein Lieblingssoziologe, wie Weber. Heißt er? Nein. Nein, war es nicht Simmel, Weber. Georg Simmel. Ach ja, klar. Nee, Diego war Weber, klar, stimmt. Georg Simmel. Und ich bin ganz großer Fan, aber er schreibt auch gewollt. Also er schreibt, aber vielleicht haben die Leute das damals verstanden. Nein, haben sie nicht. Also du glaubst doch, guck mal, Kant schrieb zu einer Zeit zum Beispiel, wo das, was er geschrieben hat, witzigerweise nur von den Leuten rezipiert und verstanden werden konnte, die er eigentlich gar nicht erreichen wollte. Ja. So what? Also das ist so, ne? Und das denke ich mir halt leider immer noch, wenn ich hier und da soziologische Aufsätze mal sehe. Ich lege die tatsächlich meist nach dem dritten Satz zur Seite und gucke, ob es irgendwo eine Zusammenfassung gibt. Und teilweise sind das gute Sachen. Und dann frage ich mich jedes Mal, verdammte Axt, kriegen die das tatsächlich im Studium beigebracht, so schlecht zu schreiben? Ja, also ich kann das mit dem Schreiben unterstreichen, das mit dem empirisch Forschen jetzt nicht so, aber das liegt mir daran, dass mein Schwerpunkt in der Soziologie war die empirische Sozialforschung. Mhm. Und da wurde ich natürlich stärker konfrontiert mit Empirie als, weiß nicht, wenn ich in Bielefeld jetzt Systemtheorie oder so gemacht hätte. Ja, dann möchte ich nämlich jetzt mal antreten zur Ehrrettung. Also ich möchte auf keinen Fall komplizierte Schreibweisen als Eigenzweck verteidigen, weil das natürlich irgendwie, das werden dann halt durch irgendwelche Standesdünkel und so weiter begründet sein. Aber ich denke auch, dass dass Sachen nicht beliebig in ihrer Komplexität zu vereinfachen sind. Wenn der Gegenstand, über den man schreibt, wenn man den auf entsprechende Abstraktionsebenen bringt, ist es nachher schwierig, also ist es ab einem gewissen Zeitpunkt schwierig, noch ganz einfach drüber zu schreiben, weil die Zusammenhänge und die Verhältnisse der Dinge, die dann ja sich, sage ich mal, dem empirischen Gegenstandsbereich entziehen, weil sie über die Empirie hinüber halt draus abstrahieren, wird es schwierig, die Sachen noch in einfache Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt zu bringen,
beziehungsweise, oder man würde den Umfang irgendwie verzehnfachen, um das noch denn in diese, was ja auch eine Zeit, also was ja auch eine platzraubende Schreibweise dann wäre, denn halt diese Schachtelsätze in einzelne Sätze aufzulösen. Gehen wir mal von der Richtigkeit deiner Aussage aus. Ja. Welchen Sinn hat dann Wissenschaft? Das ist eine gute Frage. Würde ich jetzt tatsächlich als Wissenschaft erfüllt im Prinzip ja, ist so einfach die Frage ist, so kompliziert ist sie natürlich zu beantworten. Ja, eigentlich nicht. So. Also aus meiner Sicht nicht. In meiner Welt ist Wissenschaft dazu da, allen einen Zuwachs an Wissen zu ermöglichen. Das finde ich ein bisschen naiv. Ja, ist aber also kein Gegenargument. Das postuliert ja so ein Wahrheitszugang der Wissenschaft, also den die Wissenschaft hätte, also im, sage ich mal, in so einem radikal ontologischen Sinne nach der Wahrheit irgendwas auch wäre, was tatsächlich Wahrheit ist. Zumindest eine Annäherung, nee, das bestmöglich funktionierende Modell. Und das den Menschen zu geben, damit sie besser durch die Welt kommen. Das sind ja zwei Punkte. Einmal die Frage mit der Wahrheit. Also da können wir, das passt ja zum Thema, da werden wir wahrscheinlich noch stärker drauf eingehen können. Aber das Zweite, was du sagst, Sebastian, ist die Funktion, so viel wie möglich Menschen das zugänglich zu machen. Und das ist ja, weiß ich nicht, ob das so prinzipiell in der Wissenschaft verankert ist. Ob man nicht auch wissenschaftlich denken kann, ohne das Menschen zugänglich zu machen, einer großen Masse. Also, dass das auf der einen Seite schön ist, wenn man das macht, aber dass das nicht genuin quasi Wissenschaft sein muss. Also, dass man wissenschaftlich auch arbeiten kann im versteckten Zirkel zum Beispiel. Dass man wissenschaftliche Methodik im versteckten Zirkel anwenden kann? Ja. Aber letztlich wäre das ohne Sinnhaftigkeit. Wenn ich Wissenschaft betreibe in einem kleinen Zirkel und es nicht der Allgemeinheit zugänglich mache, dann kreiere ich Geheimwissen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir mit Wissenschaft schaffen wollen. Okay, muss ich drüber nachdenken. Ich habe das halt noch nie gesehen als ein in der Genetik der Wissenschaft verankerten Punkt, dass man Wissenschaft auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen muss, dann musst du ja, wenn du das so siehst, musst du ja Max Weber und so scheußlich finden. Das geht ja dann gar nicht anders. Ich würde auch tatsächlich sagen, das ist nichts, was der Wissenschaft in sich eigen ist, diesen Veröffentlichungsprinzip. Also es steht der Wissenschaft aber auch, sage ich mal, von der Funktion her nicht entgegen, bloß ist halt nicht ein. Das ist halt, sage ich mal, eine Art externer Wunsch, so, also eine, jetzt ganz so also im Geiste der Aufklärung, nicht wahr? So, oder ein Ideal, dem die Wissenschaft dienen soll. Das wäre also praktisch eine politische Agenda, in der die Wissenschaft dann stehen würde. Sebastian, du würdest ja dann ausschließen, dass Esoterik im Sinne des ursprünglichen Begriffes als Geheimwissen, also das Geheimwissen per se nicht wissenschaftlich sein kann, weil es nicht sich an die Öffentlichkeit wendet. Genau, also deswegen habe ich auch mit echter Esoterik überhaupt kein Problem, wiederum in meiner Arbeit. Echte Esoterik, wie wir sie zum Beispiel erlebt haben, also wir haben die nicht erlebt, aber wie wir wissen, dass es sie gab in den Mysterienkulten, wie wir sie heute haben bei den Freimaurern, wie ich sie gesehen habe bei Vika-Kulten. Das ist echte Esoterik, die lebt vom individuellen Erlebnis des zu Initiierenden. Die ist auch nicht vermittelbar, die ist auch nicht intersubjektiv übertragbar. Die muss gemacht werden und die ist für jeden Einzelnen anders wahr. Und die Offenlegung des Geheimnisses, zum Beispiel bei den Freimaurern, der Tempelarbeit, bringt draußen niemanden weiter. Dementsprechend ist für Leute, die das ganz klar praktizieren, überhaupt kein Widerspruch zu Wissenschaft da, weil sie ganz klar haben, also ich habe Hexer beispielsweise kennengelernt oder Hexen auch, die ganz klar sagen, das eine ist Esoterik, so, das ist für mich ein privates
ein System, in dem ich privat mich weiterentwickle oder wie die Freimaurer sagen, meinen Stein weiter behaue, so. Und das andere ist Wissenschaft. So, und das sind zwei völlig voneinander getrennt zu sehende Probleme, Bereiche. Problematisch wird's da, wo Esoterik Wissenschaft versucht zu imitieren oder Begriffe aus Wissenschaft nutzt. Das haben wir leider immer wieder. Das ist ja auch einer der Bereiche, in dem ich mich sehr engagiere, wenn dann so Sachen wie Quantenheilung, und da geht es jetzt nicht darum, dass die Füße irgendwie gerichtet werden, sondern man glaubt dann mit Prinzipien aus der Quantenphysik was machen zu können, die beanspruchen Wissenschaftlichkeit für sich und haben noch nicht mal was Esoterisches zu bieten. Und das ist das, wo ich radikal gegen arbeite, weil ich sage, Menschen haben Vertrauen in Wissenschaft, zu Recht, weil Wissenschaft uns an einen wunderbaren Punkt in der Menschheitsgeschichte gebracht wird. Und dieses Vertrauen in Wissenschaft wird untergraben durch Betrüger, die eben wissenschaftliche Terminologie nutzen, aber nicht wissenschaftliche Methodik. Insofern an sich Esoterik und Wissenschaft überhaupt kein Problem, solange man beides für sich sauber getrennt hält. Jetzt ist es so, ich muss jetzt mal zitieren uns aus der letzten Folge, da ging es um Wissenschaft und Autorität und da hatten wir Bourdieu und soweit ich mich erinnere, hat er aus seiner soziologischen Perspektive Wissenschaft so funktionierend festgestellt, dass sie tatsächlich als sich abgrenzende Zirkel funktionieren, indem sie Zugangsvoraussetzungen schaffen, Zeugnisse und so weiter, dass halt nicht jeder sich beteiligen kann. Jetzt überlege ich gerade, ob das in dem Widerspruch zu dem steht, was du sagst, eigentlich nicht, weil du gehst ja jetzt von der Verbreitung des Wissens aus und nicht von der Beteiligung am Also eigentlich Diskurs, würde ich sozusagen von beiden ausgehen. Was Bourdieu da gemacht hat, den Teil kenne ich von ihm nicht, aber es ist eine gute Zustandsbeschreibung, die aber nicht das wiedergibt, was Forscher selbst ja benennen. Also wenn du mit Forschern sprichst, dann betonen ja alle, wie wichtig das ist, dass man sich vernetzt, über Grenzen hinweg austauscht, Paper des anderen liest, kritisiert, darum streitet, wie man ein Stück weiterkommt. Was Bourdieu beschreibt, ist das, wie es leider oft läuft, nämlich, dass die meisten, oder nicht die meisten, aber dass viele keine Ahnung haben, was auch nur einen Uniflur weiter passiert. Denn vielleicht kann ich hier nochmal kurz einhaken, um deine Anfangsfrage von vor ein paar Sendungen, wo du auch nicht da warst, sondern die wir uns nur als Einführung geklaut haben. Die allererste Sendung. Ja, genau. Was ist also mit diesem merkwürdigen Gesellschaft? Weil ich glaube, genau an diesem Punkt kommt so etwas ins Spiel. Wenn wir uns über Wissenschaft unterhalten wir uns eben nicht mehr um einzelne Menschen, über einzelne Menschen, über einzelne Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern wir unterhalten uns über ein Phänomen, das abgelöst von den einzelnen Personen existiert und in seine Funktionen hat, die dann halt auch sich in diesen Zugangsbeschränkungen und so weiter halt ich würde ja, wenn man so will, Wissenschaft als eine spezielle Form von Diskurs beschreiben, der sich halt dann in den einzelnen Menschen ausdrückt, die an ihm teilnehmen und die dann auch, ob sie jetzt persönlich das gut finden oder nicht, wie du sagtest, halt wenn in Einzelgesprächen dann immer gesagt wird, ja, nee, wir müssen das öffnen, wir müssen uns global öffnen, wir müssen uns viel stärker gegenseitig auch zur Kenntnis nehmen. Bist du ganz schwer zu verstehen. Okay. Sebastian wird sich sagen, ach, weißt du, ob der jetzt als Soziologe, was er jetzt erzählt hat oder nicht? Nee, also so hart bin ich dann ja doch nicht. Also, aber genau. Kannst du das nochmal zusammenfassen, ganz kurz? Genau, also dass in dieser Beobachtung, das, was Bourdieu beobachtet hat über den allgemeinen Prozess der Wissenschaft und was du jetzt beobachtet hattest in Einzelgesprächen, wo dann immer gefordert wurde, dass man sich halt auch global mehr zur Kenntnis nehmen muss und dass man sich stärker austauschen muss, dass daran deutlich wird, dass halt diese, was wir als gesellschaftliche Prozesse und was wir als Gesellschaft, diesen Begriff will ich eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, weil der so umstritten ist, aber als gesellschaftliche Prozesse, dass da etwas passiert, was eben nicht
in den, also was in seiner Wirkungsweise von den Menschen unabhängig ist, durch sie aber zum Ausdruck kommt. Denn in ihren Handlungen und Einstellungen und so weiter. Beispiel. Jeder weiß, also ihr habt ja auch alle Arbeiten geschrieben. Ja. Und jeder weiß ja, man schreibt den Schluss zuerst und in einer Hausarbeit oder in einer Doktorarbeit oder so. Und dann wird einem doch gesagt, okay, du schreibst den Schluss zuerst und dann tust du so von Anfang an, als würde die ganze Arbeit auf den Schluss hinauslaufen. Und jeder weiß, dass das nicht stimmt, dass jeder aber so handelt. Und da haben wir also... Das ist mir jetzt peinlich, ich höre das gerade zum ersten Mal. Ehrlich gesagt. Ach, tatsächlich? Ja. Oh, dann habe ich nichts gesagt, dann habe ich was Falsches gelernt in meinem Hausarbeitskurs. Aber wir haben auch, vielleicht liegt es daran, wir haben in der Psychologie nie Hausarbeiten geschrieben, nicht eine. Ach so, echt nicht? Nee. Das ist aber schon kritisch, oder? Nee, gar nicht. Das ist bei uns das Übliche. Also du machst halt du hast dein Expra, ne, so ein Experimentalpraktikum. Ja, und dann später halt die Diplomarbeit. Und ansonsten hast du dazwischen halt Präsentationen, teilweise Präsentationen von eigener Empirie oder so, Posterpräsentationen. Aber dieses Klassische, was ich von vielen kenne, Hausarbeit schreiben, gab es bei uns in Bochum nicht. Ich erlebe das hier gerade bei zwei Mitarbeiterinnen von mir, die an der Fernuni Hagen Psychologie studieren. Die haben das auch mit diesen Hausarbeit-Gedöns, aber bei uns gab es das nicht. Aber du kannst eigentlich in der Psychologie, finde ich, bei empirischen Sachen auch schlecht mit dem Ende anfangen. Ja, dazu muss ich sagen, also das, was René jetzt gerade gesagt hat, das war jetzt auch, also das kenne ich halt als geflügeltes Wort, wenn man so will, aber jetzt in der Praxis habe ich das auch nie. Okay. Also, ob ich das jetzt so mache oder nicht, so, das will ich gar nicht sagen. Da kann mir jeder glauben, was er will, wie ich das handhabe. Es bringt ja auch nicht zu beteuern, ich würde es nicht machen. Das ist ja, das wird ja durch, upala, ich habe mein Mikrofon gehauen. Das wird ja durch Beteuerung der meistens nur unglaubwürdiger. Aber tatsächlich, von Dozenten und so weiter wurde uns das auch nie empfohlen. Echt nicht? Nee. Okay. So wird zu gesellschaftlichen Prozessen und der Relevanz eines Gesellschaftsbegriffes. Okay, tut mir leid, dass ich unseren. Ja, aber das ist auch das Problem. Eigentor geschossen habe. Ich glaube ja, nichts täuscht einen so sicher über die Welt da draußen wie persönliche Erfahrungen. Ja. Aber ich wollte noch mal einen Punkt ganz kurz, der mir einfiel zu der Sprache der Soziologie, dass jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, gesagt hat, Soziologen formulieren das deshalb so verschwurbelt, weil die für Prozesse Beschreibung finden wollen, die bislang noch keine Beschreibung hatten, dass die Worte quasi uns fehlen, weil wir ganz dicht am Neuen sind. Und das wäre ein Grund, die Phänomene sind halt vorher noch nie da gewesen, die wir beschreiben wollen, wenn wir gute Soziologie machen wollen. Und dann fehlen halt einem oft die Worte. Überleg mal, was, wenn dieses Argument stimmen würde, was das implizieren würde für die gesamte Forschung der Nicht-Mesophysik. Das würde bedeuten, dass eigentlich alles, was wir in der Makrophysik, alles, was wir in der Festkörperphysik und alles, was wir in der Quantenphysik entdeckt haben, davor schon bekannt war, weil es einfach, klar und mit präzisen kurzen Sätzen beschreibbar ist. Ist es nicht aber so, dass die Sachen dort einfach mathematisch beschrieben werden? Auch, natürlich. Und dadurch auch die Klarheit haben, wenn du das in der Soziologie, ist doch eine sehr argumentative und dann doch in der niedergelegte Beobachtung, die man dann beschreibt. Während die Mathematiker das, wenn man Mathematik einmal richtig verstanden hat, dann ja schon per se sehr klar formulieren. Aber auch nur für einen kleinen Kreis derer, die Mathematik verstehen. Ja, Mathematik ist ja, wenn man so will, ist ja auch ist ja selbst schon ein radikales Ausschlusskriterium, weil es ja eine Sondersprache darstellt, die sich nicht aus sich heraus erschließt, die man auch erstmal beigebracht kriegen muss. Bin ich sofort bei euch. Das einzige Ding, was mich jetzt auch total wundert, zum Beispiel nehmen wir mal die Physik. Ne? Nehmen wir, ich weiß, dass ja nicht mehr State of the Art ist, aber nehmen wir mal
Stephen Hawking. So, der war ja vor 10, 15 Jahren eine große Nummer in seinem Gebiet und hat damals sehr gute populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, die auch unter Fachkollegen Anerkennung gefunden haben. Er hat es also geschafft, wirklich komplexeste mathematische Zusammenhänge und völlig kontraintuitive Forschungsergebnisse so darzustellen, dass sie einem breiten Publikum zugänglich waren und hat dafür auch Anerkennung unter Fachkollegen bekommen. Wann immer ich mit Soziologen das Gespräch führe, das wir jetzt gerade führen, wird mir erklärt, warum die Soziologie aber diese komplexe Sprache braucht. Meine Gegenfrage ist dann, warum probiert ihr es nicht einfach mal 2 Jahre ohne? Ja, also ich bin eh nicht so ein Freund dieser komplexen Sprache. Da musst du mit Thomas reden, der ist da größere Freund, ist ein Luhmann. Oh, kennst du Niklas Luhmann? Ja, Niklas Luhmann ist hier in NRW sehr wohl bekannt, ja. Ja, genau. Ja, Luhmann-Anhänger, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Luhmann, denn ich meistens bin ich mit Luhmann gegen Luhmann. Aber ist das nicht bei Hawkins mehr ein Talent? Also es gibt ja Leute, die können es und Leute, die können es nicht. Ja, und es gibt auch viele, viele Mathematiker, die können es nicht. Mir fällt es auch schwer, jetzt gerade darauf einzugehen, weil ich muss halt gestehen, ich habe ja von Physik überhaupt keine Ahnung. Also Schulphysik kriege ich noch ein bisschen hin, so, ne? Aber darüber hinausgehend ist das nicht perfekt, dass ich gar nicht beurteilen kann, ob es, also inwiefern die irgendwelche Überlegungen aus der Quantenphysik und so weiter einfach zugänglich sind. Deswegen fällt es mir schwer, auf diese Beispiele einzugehen, weil ich mich damit inhaltlich einfach nicht auskenne, um dem weder irgendwie beipflichten zu können oder dem zu widersprechen. Aber von der Systematik her denke ich so, was René gesagt hat, ist vielleicht auch dem geschuldet, was wir auch letztes Mal über Autorität und autoritäres Wissen gesagt haben. Das sind Naturwissenschaften, das ist ja kanonisch aufgebaut, das Wissen. Das ist ja, wenn man so will, kumulativ. Und in der Soziologie, weil mag daran liegen, dass die Soziologie im Verhältnis eine sehr junge Wissenschaft ist, gibt es viele konkurrierende Ansätze. Und Kuhn ist ein Arschloch? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Ja? Hört ihr mich? Ja, ja. Thomas? Gut, ich hatte bin ich flüssig zu hören? Ja. Ja, ja. Ja. Gott sei Dank. Ich fragte gerade, weil du gerade sagtest, kumulativ. Das würde heißen, Leute wie Thomas Kuhn sind Arschloch. Nee, überhaupt nicht. Also, das hatte uns ja auch unser letzter Gast, der ja Physiker war, hatte uns das aber auch so bestätigt, dass die Praxis auch zumindest dann in der Physik, die war das Wissen halt mehr oder weniger, also kumulativ sich, also die Grundlagen, man lernt die Grundlagen und darauf baut man immer weiteres Wissen auf, um dann irgendwann zu den Punkten zu kommen, wo man dann, sage ich mal, sich mit, wenn man so will, Erkenntnisgewinn beschäftigt, auf der Basis des Wissens, was man hat. Und das ist ja in der Soziologie immer nur begrenzt möglich, weil es vielleicht noch eine kurze Basis gibt, die geteilt wird, aber dann sich verschiedene Theorien, das Wissen sich in verschiedene Theorien aufteilt und man dann im Prinzip jeden Schritt argumentieren muss. Aber vielleicht trotzdem hat Sebastian da nicht ganz unrecht. Also wenn Sebastian, du hast ja mal einen Science Slam gewonnen, oder? Ja. 2013. Kann sein, und du siehst ja bei den Science Slammern, also wenig Soziologen, glaube ich. Und die Idee, dass Sachen wirklich runterbrechen zu wollen, also der Wille, ja, ganz unabhängig davon, wie weit das jetzt wirklich möglich ist, aber der reine Wille, der wird nicht wirklich honoriert. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Psychologie ist, in anderen Wissenschaften weiß ich es nicht genau, aber wenn du dich ein bisschen der populärwissenschaftlichen Schiene näherst, dann wirst du schon komisch angeguckt, wie bei Beck. Also generelle Maßgabe im Studium war immer, keep it simple, keep it short und schreibe so, dass ein interessierter Laie dich verstehen kann. Nee, das ist bei uns nicht die Maßgabe. Weil wenn nicht, ja, das Ding ist ja folgendes, wir haben hochspezialisierte Forschung. So,
Was bringt es aber jetzt einem, weiß ich nicht, einem sozialpsychologisch forschenden Kollegen, wenn der in irgendeinem Journal mein Paper liest, die Ergebnisse total spannend für einen Teilaspekt seiner Studien wären, er es aber nicht versteht, weil ich mit Geheimwissen-Vokabeln arbeite, die er nicht durchdringen kann, weil er zufälligerweise nicht in meinem Gebiet forscht. Das wäre eine Vernichtung von potenziell neuem Wissen. Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, das setzt ja kanonisches Wissen voraus. Also, dass die Basis geteilt wird. Weil ja, wir hoffen die, Begriff, drauf, die Begriffe werden ja nur mysteriös, wenn man sie noch nicht kennt. Wenn jetzt aber die Basis verengt wird, dass im Prinzip der Grundstock der Begriffe und so weiter einheitlich ist, dann kann natürlich auch immer wieder darauf aufgebaut werden. Ja, oder du musst halt Fachbegriffe immer und immer wieder erklären. Das ist die Alternative, ja. Ne? Genau. Bloß halt, und ich glaube, darin liegt auch ein Problem. Also das ist ja, ich würde sagen, aber Fachbegriffe sind teilweise das kleinere Problem. Ja, also absolut. Ich sehe das größere Problem kompliziert formulierten Sätzen. Ja. Wie du das ja auch bei Kant festgestellt hast. Ja, und dafür gibt es keine Notwendigkeit. Es gibt keine Notwendigkeit, das habe ich als Journalist gelernt. Es gibt keine Notwendigkeit für einen Satz, der länger als 2 Zeilen ist. Gibt es nicht. Naja, ist glaube ich auch eine Frage der Platzökonomie. Einen verschachtelten Satz in mehrere Sätze aufzuteilen, verbraucht halt einfach mehr Platz. Richtig, aber wir sind ja aus der Zeit raus, wo der Lettersetzer mit dem Bleilettern sagte, mein Junge, lieber Max Weber, ich habe jetzt hier nur noch Bleilettern für 3 Zeilen. Jetzt sieh mal zu, dass du den Satz komplizierter machst, damit wir nicht 4 Zeilen mit kürzeren Sätzen brauchen. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Es gibt ja einen Punkt, der eigentlich, Sebastian, deine These bestätigt. Darf man das schlimme Wort sagen? Verifikation in der Wissenschaft, yay! Oder sag mal, Thomas seine Erhärtet. Ja, das ist auch so wir einigen uns darauf, dass man Hypothesen nicht bestätigen kann und nehmen einfach andere Wörter, aber fühlen genau dasselbe. Ja. Wenn wir, ja. Aber was ich sagen wollte, ist, der Punkt ist ja einfach der, dass es in der Soziologie auch verständlich geht, zeigen ja die angloamerikanischen Texte. Also das ist ja im Großteil mit Ausnahmen, es gibt natürlich auch ganz schlimme, aber im Großteil auch ein deutsches Formulierungsproblem. Ja. Und damit ist es ja nicht mehr universell der Soziologie zuzuschreiben, dass wir zum Teil so verquarkt reden. Das hätte ich jetzt auch gefragt. Also ich muss aber offen auch gestehen, Noam Chomsky ist Soziologe, ne? Oder ist der Psychologe sogar? Noam Chomsky ist Linguist. Aber es ist auch schwierig, weil, ja, aber Noam Chomsky, der ist von Haus aus Linguist, aber er schreibt gerne über soziologische Themen, wie halt er hat ja viel über diese Medienmanipulation, sage ich jetzt mal ein bisschen verkürzt, hat er ja viel geschrieben, jetzt in mitteljüngerer Zeit. Aber ich muss sagen, ansonsten würde mir jetzt aus dem Stegreif tatsächlich kein angelsächsischer Soziologe, doch Elton Mayo wird mir einfallen als Mensch, der so Grenzgänger war. Gut, Albert Bandura natürlich, das sind jetzt so die eher soziologisch ausgerichteten Psychologen, Zimbardo. Aber ansonsten würde ich jetzt so von dem, was man in Deutschland als Soziologen versteht, fällt mir überhaupt kein Angelsachse ein. Ja, das kommt, also kommt wieder auf die Richtung an. Ich habe viel im Studium mit Netzwerkanalysen gemacht und da gibt's auch ein paar Granovetter, zum Beispiel BERT. Das sind so wichtige Empiriker, was die mathematische Beschreibung von Netzwerken angeht. Und die schreiben verständlich. Giddens geht eigentlich auch verständlich. Es gibt aber auch ganz furchtbare. Die kommen dann zum Teil aus der Physik. zum Beispiel Harrison C. White ist ein ganz bedeutender Mathematiker und Physiker, der sich in der Soziologie rumgetummelt hat. Der gilt aber nicht als übersetzbar. Also
das ist immer nur ein Raten auch gewesen. Und ganz kurioserweise wurde der eingeladen in Bochum oder in Bielefeld, weiß ich jetzt gar nicht mehr, vom Lumanianer Club. Und da haben sich dann zwei gefunden. War das so die Suche, wen können wir einladen, den wir auch sicher nicht verstehen? Ach, da ist ja, so ein Ami, lass uns den fragen. Die waren da ganz scharf auf den und da hat er auch ein paar Vorträge gehalten und die hätten sich sicher gut verstanden, aneinander vorbei verstanden, Luhmann und Herbert Siewald. Ja, das ist ja, ich glaube, ich will jetzt, also ich möchte mich jetzt auch nicht falsch, also ich würde, Sebastian, ich würde auch nicht grundsätzlich widersprechen, dass es da ein Problem gibt mit der Verständlichkeit. Also ich sehe auf jeden Fall auch, dass es halt aus, ich denke, also ich vermute aus Dünkelgründen und so weiter, halt, dass es den Anspruch von Menschen gibt, kompliziert zu schreiben. Aber ich würde sagen, dass manche Sachen nicht beliebig einfach ausdrückbar sind. Das sehe ich anders. Also ich glaube, du kannst es alles, also ich bin auch schon Reduzierungsfreund von Wissenschaft. Vielleicht zu viel. Ich mache manchmal so kleine Videos auf YouTube und da kriege ich auch den einen oder anderen Anranzer, dass das zu vereinfacht wäre. Aber es kommt ja auch immer darauf an, für wen du es jetzt machst. Und jetzt zu sagen, also es gibt, wer hat Niels Bohr oder so hat gesagt, eine gute Theorie ist einer Bardame erklärbar auf einem Bierdeckel. So, das muss sozusagen das Ziel sein. Wenn du jetzt vor der Wahl stehst, jemanden etwas ein bisschen zu erklären oder gar nicht und dann dich dafür entscheidest, ich erkläre es gar nicht, weil die ganze Komplexität kann er nicht verstehen, dann hast du ja wieder so ein Abschottungsmerkmal in der Wissenschaft. Deshalb werdet ihr da wahrscheinlich überhaupt nicht auf einen Konsens kommen, es sei denn, ihr definiert die Wissenschaft nicht mehr so, dass sie auch Wissen verbreiten soll. Das habe ich sowieso nie getan. Ich ignoriere, dass er das gerade gesagt hat. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit im Dissens. Ich glaube, dass ich dir natürlich zustimme bei der Aussage, nicht jede Komplexität ist stufenlos reduzierbar auf simple. Da gebe ich dir sicherlich recht. Die Frage ist nach der Notwendigkeit und zu wie viel Reduktion auf simple man bereit ist. So, und ich glaube nach wie vor, dass viel tatsächlich dieses Schachtelsatz-Ding macht. So, ich weiß von mir selbst, dass es mitunter einfach einfacher ist, in Schachtelsätzen zu schreiben, weil das so ist, wie man denkt. Das ist aber maximal unhöflich dem Leser gegenüber. So, weil ich dann sage, es ist mir eigentlich egal, ob du das jetzt verstehst oder nicht. Ich schreibe so, wie ich denke, aber dann brauche ich es auch gar nicht aufschreiben und veröffentlichen. So, wenn ich was für mich machen will, kann ich sonst in mein Tagebuch schreiben. Ich finde, der Wissenschaftler hat genau wie der Journalist die Pflicht, wenn er Sachen an Kollegen, an die Öffentlichkeit, an Fördermittelgeber weitergibt, so zu schreiben, dass es verständlich ist. Ich glaube auch, dass die Soziologie sich eine Chance nimmt dadurch. Das auf jeden Fall. Ich hau immer mein Mikrofon, Entschuldigung. Was ich dazu sagen wollte, aber an dem Punkt, also ich würde ja gar nicht widersprechen, dass es gut wäre, wenn Wissenschaft für alle verständlich ist. Ich sage nur, dass es kein Merkmal von Wissenschaft ist, sondern halt, wenn wir diese beiden Punkte zusammenziehen, würde ich sagen, ist das analytisch ein Problem, weil wir dann eine Ethik mit der Beschreibung des Gegenstandes verschränken und dann das nicht mehr klar auseinander differenzieren können. Und dann müssen wir nämlich überrascht sein, wenn uns sowas begegnet, wie Bourdieu festgestellt hat, dass Wissenschaft in sich einfach elitär organisiert ist, weil wir feststellen, dass dieses Ideal, was wir rantragen, ein Ideal ist, was an sich extern von der Wissenschaft ist, was wir nur gerne damit verbunden haben möchten. Also ich möchte ja gar nicht sagen, dass ich dieses
Ideal mit der gar nicht, also dass ich dieses Ideal nicht mit der Wissenschaft verbunden haben möchte, das möchte ich schon. Bloß ich würde es aus analytischen Gründen würde ich es trennen, weil es nicht zum Wesen der Wissenschaft gehört. Was bedeutet, wenn wir das haben wollen, dann ist das ein Entscheidungsprozess auf einer anderen Ebene. Und da müssen wir dann auch vorsichtig sein, dass wir dort nicht irgendwelche Entscheidungen treffen, die irgendwelchen Funktionalitäten der Wissenschaft zuwiderlaufen. Ja, ich sage nicht, dass das grundsätzlich so sein wird, aber ich vermute, dass es diese Möglichkeit geben kann, dass es zuwiderlaufen kann, weil es eben zwei unterschiedliche Strukturen sind. Da werden wir tatsächlich keinen Konsens finden, weil ich glaube, dass tatsächlich das, was ich gesagt habe, mit dieser, oder das, was Bourdieu anders beobachtet hat, tatsächlich schlicht ein Verstoß gegen das ist, was Wissenschaft eigentlich vom Ideal her ist. Was im Übrigen mich überhaupt nicht überrascht. Es ist ja völlig normal, dass man Sachen als ideal oder definierend bezeichnet und dann Menschen aus Bequemlichkeit oder aus Selbstwertsicherungsgründen davon abweichen. Das ist jetzt für den Psychologen nicht überraschend. Ja, aber ich würde auch da sagen, halt die Gründe liegen nicht unbedingt primär auf individueller Ebene, sondern sind in anderen halt sozialen Strukturen verankert, die da dann reinspielen. Ich würde komplett widersprechen. Hallo, ich kann euch ganz schlecht hören gerade. Okay. Ich höre gar nicht. Ich höre euch einwandfrei. Darf ich eine Ad-Hoc-These aufstellen? Man könnte ja sagen, okay. Die Wissenschaft will sich doch abschotten, so wie es Bourdieu so glaubt, beobachtet zu haben. Und das ist die Frage, auf welche Weise? Wenn du jetzt sagst, die Soziologie, auf welche Weise kann sie sich abschotten? Wenn man Soziologie ziemlich einfach erklärt, könnte es tatsächlich passieren, dass Leute das in der Breite verstehen. Und deshalb werden Schachtelsätze als Abgrenzungsmodi genommen. In der Physik und in der Mathematik und in den Naturwissenschaften generell hast du schon ein ganz schwerwiegendes Abgrenzungshemmnis gegenüber der Breite durch die Mathematik, die einfach nicht in der Breite verstanden wird, wie sie notwendig ist, um wirklich auf den Kern der physikalischen Verständnis zu kommen. Und da könntest du sagen, okay, wenn die schon so ein Abgrenzungskriterium haben, das die Leute nicht so einfach durchdringt, dann können sie sich auch eine Sprache erlauben, die recht einfach ist. Also müssen wir abwarten, wenn die Bildungsreform und so weiter wirklich durchschlagen und alle kriegen das Abitur in Mathematik irgendwann und wir haben die Bildungsbürgergesellschaft, dann gucken wir nochmal hin, ob dann nicht auch die Naturwissenschaften anfangen, sich abzuschotten, indem sie wieder verschwurbelt reden. Könnte ja sein. Ja, ich überlege gerade auch, jetzt wo du es sagst, überlege ich gerade, weil es gerade, also ich in dieser Zeit um die 68er war ja die große Zeit der Soziologie. Ja. Wo sie. Ach ja. Sie wird wiederkommen. Wo sie ja angetreten ist, um ganz viele, und das war ja gerade zu der Zeit, war es ja auch ihr Anspruch, halt diese ganzen Strukturen aufzubrechen. Und ich überlege gerade, wie dieser Anspruch, der zumindest in der kritischen Theorie ja irgendwie mitgetragen wurde, vereinbar ist, weil auch gerade Adorno ist nicht ganz leicht verständlich, wenn ich das, also von seiner Schreibweise her. Auch von der Sprechweise. Ja, auch von der Sprechweise. Und von Statistik kommt noch dazu. Hat er auch keine Ahnung. und dass es kaum eine Theorie gibt, die auch so, sage ich mal, also einen starken emanzipativen Anspruch hatte und auch tatsächlich in sich, also in der Theorie verwirklichen konnte. In der Theorie verwirklichen konnte? Gepaart mit dieser schon komplizierten also schon mit dieser komplizierten, ausschließenden Ausdrucksform.
Ja, Donau ist vielleicht ein Fall für sich. Aber ich habe so das. Ich das hätte jetzt nicht das gedacht, finde ich dass als ich, Argument sehr unbefriedigend. Das ist halt ein Fall für sich. Ich das hätte, ist auch kein echter Soziologe. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich jemals diesen Satz sage, den ich jetzt sage, aber mir wird das im Moment zu soziologisch. Wir haben ja einen Psychologen. Aber ich habe eine Frage zu der 68er-Sache, weil mich das tatsächlich immer wieder umtreibt. Wenn man RAF-Schriften in der Folge von 68 liest, dann ist ja die Argumentationsweise der Roten Armee-Fraktion geprägt von vielen, vielen soziologischen, heute würden wir sagen Buzzwords. Ist das eine Sache, mit der man sich in der Soziologie, weil ich weiß es wirklich nicht, auseinandergesetzt hat, wie soziologische Theorie missbraucht werden konnte für diese menschenverachtende Ideologie der RAF? Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, weil die Systemtheorie hatte ja so mit der kritischen Theorie ja so ihre Streitigkeiten. Also ich bin jetzt halt nicht in dieser Tradition wirklich fest verankert. Ich glaube, also es gibt einen kritischen Artikel, da müsste ich aber jetzt den recherchieren, der mir mal über den Weg gelaufen ist, dass es tatsächlich den einen oder anderen gibt, der das kritisiert, dass wir als Soziologen uns nicht mit unserer, also mit, muss ich überlegen, waren es die 68, ich glaube, es war das Dritte Reich, dass wir bestimmte Sachen nicht aufgearbeitet haben, aber da kann ich mehr eigentlich auch tatsächlich nicht zu sagen. Aber das ist, ich glaube, das ist ein Vorwurf, mit dem sich so ziemlich jede Disziplin auseinandersetzen muss, weil jede Disziplin natürlich auch durchzogen ist von politischen Ansichten, die halt das fachliche Wissen dann strukturieren. Was war jetzt genau die Frage? Ich habe die jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ob es eine Aufarbeitung gab, wieso eigentlich die RAF so gut soziologische Topoi oder Buzzwords nutzen konnte für absolute Menschenverachtung. Ja, also ich würde jetzt, ich müsste dazu jetzt eine Ad-hoc-These machen. Ne? Und das möchte ich auch versuchen, denn wir sind ja unter uns. ich möchte jetzt zur RAF, weil auch ich mich mit diesem Gebiet nicht auskenne. Das ist halt einfach alles nicht mein Kerngebiet. Ich bin ja Mediensoziologe. Aber also zu Aussagen über das, was die RAF getan hat und aus welchen Gründen und mit welchen Mitteln und so weiter, kann ich schlecht beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, also weil diese Argumentation liegt ja zugrunde, jetzt mal ganz abgehoben vom Inhalt, dass damit der, also weil was ja schon so ist, die RAF hat ja argumentiert, sie tut dies, was sie tut, um eben gegen dieses menschenverachtende System, in dem sie sich befindet, was sie als die Bundesrepublik Deutschland oder vielleicht auch im größeren Rahmen halt die westlich-kapitalistische Welt vielleicht gesehen hat, dass sie die als menschenverachtend empfunden hat und daher sich dazu berechtigt sah. Das ist halt immer, also das finde ich schwierig, halt diese Frage mit Termen wie menschenverachtend und so zu verknüpfen, weil da kommen wir auch wieder in einen Wertungsbereich, den ich immer gerne nach einer formalen Analyse schieben würde, weil dieser wertende Bereich, den ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, also der muss sich im Prinzip mit dem, was die Wissenschaft als Beschreibung liefert, dann befassen und nicht während der Beschreibung wirken. Ich weiß nicht, ob ich dich verstanden habe. Ich habe dich verstanden. Inhaltlich. Das ist jetzt faszinierend, weil der Soziologe hat mich nicht verstanden. Ich habe dich auch inhaltlich nicht verstanden. Du hast in einer gelehrten Welt recht. In der Realität ist dir aber bewusst, dass das, was du gesagt hast, nach Relativierung klingen kann. Auf jeden Fall. Bloß ich sehe auch, dass, also ich würde auch zum Beispiel, wenn ich mich mit dem Nationalsozialismus beschäftige, würde ich erstmal versuchen zu beschreiben, was genau da passiert ist, also formal in ihren Strukturen und so weiter, und dann das Werturteil darüber, also dann halt auf Grundlage dieser Beschreibung, denn das halt mit einem Werturteil versehen, weil
um die Relativierung jetzt halt auf mich persönlich abzuwälzen, natürlich lehne ich halt auf jeden Fall, also weil ich Gewalt generell ablehne, lehne ich halt auch Tötung ab. Und was die RAF ja ohne Zweifel getan hat. Ja. So. Na, das, da müssen wir ja halt nicht drüber streiten. Und ich würde deswegen auch die RAF so ablehnen. Bloß, das würde ich versuchen, während der Beschreibung auszublenden, dieses Werturteil. Weil die, also weil die Werturteile, wenn man, ich glaube auch gerade zum Beispiel im Fall des Nationalsozialismus, würde sich das Werturteil automatisch in einer gewissen Weise an die Beschreibung anschließen. Wenn man beschreibt, wie der Holocaust irgendwie formal organisiert würde, in meinen Augen schließt sich da halt automatisch in meinem Wertsystem die Ablehnung des Ganzen an. Schließt sich an, ja. Aber ich verstehe das noch nicht ganz, Sebastian. Du fragst, warum sich Soziologie geeignet hat für die RAF als Legitimation? Ja. Oder hatte ich? Aber die nehmen ja nur einen Teil der Soziologie, und das war der Marxismus, Leninismus, der nicht mal, also den würde ich nicht mal als richtige Soziologie anerkennen. Also als Lenin Marx gefunden hatte und da sein Quirl draus gemacht hat, glaube ich, waren ihm nur 20%, glaube ich, der Schriften von Marx zur Verfügung. Und es war auch in der DDR so, dass Marx zensiert war. Also hier im Radio war neulich ein Professor, der sagte, er hatte eine unzensierte Marx-Ausgabe, und hätten sie ihn erwischt, hätte er Berufsverbot bekommen, weil Marx dann doch wohl sehr für die Meinungsfreiheit und so weiter sich explizit äußerte, was der DDR nicht gefiel. Und die, soweit ich weiß, bezog sich der RAF ja auf den Marxismus-Leninismus. Und das ist eine quasi Kampfschrift, die würde ich nicht als Soziologie ansehen. Also mit der könntest du in der Soziologie zum Beispiel gar nicht argumentieren. Du würdest durch jede Hausarbeit, durch jedes Review fallen. Mit Marx als solchen, als vollständig übersetzten, könnte man auch noch argumentieren. Vielleicht weniger, was seine Prognosen über Sozialismus und so angeht, aber so seine Kapitalismuskritik oder so, da könnte man noch argumentieren und könnte sich drüber streiten, aber Marxismus-Leninismus halte ich als außerhalb der Soziologie stehende Schrift. Deshalb würde ich die Frage gar nicht so gelten lassen. Und das ist, finde ich, ein schöner Abschluss des soziologischen Teils. Das ist eine klassische Soziologenantwort. Ich würde die Frage jetzt so einfach auch gar nicht gelten lassen. So, ne? Ich glaube, die Frage ist schon falsch gestellt. Da merkt man einfach auch, dass du aus deinem weißen, privilegierten Denken einfach nicht rauskommst. Ja, aber es ist auch, mache auch noch eine typische Soziologenstrategie. Ich trete noch einen Schritt zurück. Und zwar verlasse unsere Debatte, um über die Debatte zu reden. Also auch klassische Soziologentaktik. Aber genau. Aber es ist auch von der Situation her, also weil die Debattensituation finde ich interessant, deswegen möchte ich das jetzt trotzdem tun, nachdem ich meinen Schritt vorher diskreditiert habe, weil natürlich halt so in Diskursen diese verschiedenen Perspektiven, halt irgendwie eine wissenschaftliche Perspektive, die ethische Perspektive und so weiter, die sind natürlich irgendwie in einem Alltagsdiskurs, begegnen uns die Perspektiven ja nie in Reinform, und die sind immer miteinander ineinander verschränkt. Und so weiter. Deswegen ist es jetzt gerade schwierig, wenn wir versuchen, uns, sage ich mal, so auf formal analytische wissenschaftliche Ebene zu begeben, weil natürlich da Werturteile dranhängen. Und gerade weil dieser Podcast ja auch veröffentlicht wird und den vielleicht, keine Ahnung, 10 Leute hören, dass wir uns durchaus bewusst sind in dieser Diskussionssituation, dass das, was wir sagen, uns in verfänglicher Weise ausgelegt werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Wird. Also meine, da ich ja, jetzt bin ich Metaebene,
Ja. Ich bin mir natürlich auch der Rolle bewusst, die ich traditionell im Podcast-Universum spiele. Damit weiß ich, dass ich viel unvorsichtiger sein darf als ihr, weil alles, was ich sage, sowieso so zugespitzt wird, wie ich es nie gesagt habe, sodass... Du giltst ja als Rüpel. Ich gelte als, ja, witzigerweise. Genau, ich gelte als Rüpel. Da muss ich sagen, du kannst das... Podcast-Raudi. Da bin ich ja mehr oder weniger unbefleckt, weil ich ja, wie gesagt, halt so in der Podcast-Universum gar nicht, außer ich bin da physisch präsent, aber nicht mit meiner Aufmerksamkeit. Ja, aber für mich heißt das ja, dass ich ja mir selber diese Rolle, wenn wir jetzt bei der Rollentheorie sind, dass ich mir ja selber diese Rolle auch zuschreibe, annehme und versuche, in Einklang mit meiner Rolle an der Stelle zu handeln, auch in Diskussionen. Puh, mein Gott. Ja. Das war jetzt ein Schachtelsatz. Ja, der war auch nicht gut. Das kann man einfach. Aber wir haben ja auch nicht unendlich Zeit, so. Also es gibt unendlich Zeit, bloß wir haben sie nicht. Auch das ist ja, aber auch das kannst du ja nicht verifizieren, dass es unendlich Zeit gibt. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt einfach eine steile These, die ich reingeschrieben habe. Habt ihr jetzt den Marxismus-Leninismus abgeschlossen? Oder? Ja, gerne für immer. Vielleicht noch ein kurzer Kommentar zu dir, René. Ich wäre auch damit vorsichtig, weil natürlich halt die Tradition der kritischen Theorie, aber auch halt die Cultural Studies und so weiter und was sich in diesem Rahmen an Theoriewerk entwickelt hat, die haben ja ihre Wurzeln nicht, also Marxismus ist vielleicht das falsche Wort, aber in halt so in Marx' Untersuchung und in Marx' soziologischem Theoriewerk. Marx hat gesagt, er ist kein Marxist. Plus ich würde hier da an dem Punkt würde ich nochmal gucken, dass das klar gemacht wird, weil oft ja einfach Marx, der halt sehr wichtige Beiträge geliefert hat, gerade mit seiner ökonomischen Analyse, halt ist es immer wohlfeil, diese halt wichtigen Beiträge zu ignorieren, weil sie einem unbequem sind, mit dem Verweis darauf, ja, das wäre ja nur Ideologie. Halt wegen dieser Vermischung von einem politischen Marxismus und halt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Und wieso muss ich da jetzt vorsichtig sein? Was? Wegen Außenwirkung. Wir sind ja öffentlich. Aber ich bin doch der Schneider. Ich cutte doch. Ich mache doch ja. Die Post-Production. Ach so, ja, Gott und sei Dank. Bei den Sachen kommt dann immer... Lügensoziologen. Wenn wir über verschiedene Personengruppen herziehen und schimpfen und Einzelpersonen, das wird alles rausgeschnitten. Zumindest ist Marx, gilt ja mit als einer der ersten Soziologen, auf die sich auch alle Kritiker und so weiter beziehen müssen. Also du kommst nicht drum rum um Marx, auch wenn man, was weiß ich, überhaupt kein Freund ist seiner Thesen, kommst nicht drum rum. Er hat halt ein Werk gesetzt, auf das sich alle beziehen. Aber wie ich schon sagte, ich finde die Frage, also das ist jetzt nicht unhöflich gemeint, ich finde die Frage kann ich daher nicht beantworten, weil ich nicht die Soziologie mit Marxismus, also ich finde den Marxismus als Muss und den Marxismus-Leninismus noch als müssiger, also finde ich nicht Teil, sehe ich nicht als Teil der Soziologie. Wie sie diskutiert wird, so an Hochschulen. Deshalb, aber die Frage an sich wäre dann insofern interessant, wenn man trotzdem mal untersuchen würde, warum sich dann halt Marxismus oder Marxismus-Leninismus eignet dafür. Ich bin gar nicht so bewandert, was den Marxismus und die Argumente der RAF angeht. Deshalb müsste ich da Beispiele mir erst angucken, da kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Deswegen weiß ich ja nochmal ganz, das war natürlich alles Ad-Hoc-These von mir, ne? Ja, wir machen hier viel Ad-Hoc. Wir machen viel Ad-Hoc, deswegen, deswegen sind wir nicht vorbereitet. Aber wir assoziieren auch unheimlich viel und deshalb sind wir völlig am Thema vorbei. Nee, eigentlich nicht ganz, aber ich wollte ja den Sebastian so ein bisschen über auch parawissenschaftliches Denken ausquetschen. Aber jetzt ganz bei sind wir auch nicht, oder? Also wir haben doch wissenschaftliches Denken schon auch drin gehabt. Also wenn wir in der Runde diesen Grundsatzdisput nicht geführt hätten,
dann wäre der Hörer enttäuscht gewesen und damit müssen wir Erwartungshaltung einfach auch bedienen. So. Ja und weil wir Erwartungshaltung bedienen, auch die Hörerinnen. Der Hörer und die Hörerin. Ja, ihr könnt gendern ein bisschen, ihr könnt den ganzen Tag gendern, ich mache da nicht mit. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, wir sind ein freies Land. Ich würde das elegant lösen mit dem Publikum. Geschlechtsneutrale Formulierung. Macht zwar keins von beiden sichtbar, ist aber sehr wohl von der EU gewünscht. Ja, und ich möchte aber den Sebastian jetzt, weil wir haben ja noch Zeit, ich möchte den nicht weggehen lassen, also, wenn er schon mal da ist. Aber ich würde gerne eine kleine Pause machen, ich muss mal aufs Töpfchen. Dann mache ich das auch eben. 5 Minuten, dann sind wir wieder da. Dann, ja, okay, bis gleich in 5 Minuten. Ich spücke in der Zeit den Raum. Ach so, Sebastian, ist er schon weg? Dann hier ohne den Meister selbst hier, Werbeblock. Und zwar könnt ihr da verschiedene Sachen im Internet finden von ihm. Also einfach das Internet aufmachen, dann ist er da eigentlich auch schon da. Wenn ihr da nicht so lange suchen wollt, dann findet ihr unter www.sebastian-bartuschek.de seine Homepage. Dann Psycho-Talk, der besagte legendäre Psychologie-Podcast. Unter bartocast.de findet ihr das hirnzerweichende, diskordianische irgendwas, muss er mal irgendwann erklären. Ich habe es nicht verstanden. Und das nächste Mal unterhalten wir uns über ein Buch, das ihr bis dahin lesen könnt. Und zwar Bekanntheit von Zustimmung zu Verschwörungstheorien. Eine empirische Grundlagenarbeit findet ihr im JMB-Verlag. Und im selben Verlag hat er auch das relativ erfolgreiche Buch geschrieben, Gedankenwelten, Interviews zwischen Science und Fiction. Da hat er dann diverse Leute aus der Skeptiker-Szene interviewt und auch Menschen aus den Parawissenschaften. Und deshalb haben wir ihn ja auch eingeladen als Experten für Wissenschaftskommunikation. So, jetzt muss ich aber wirklich los.